Gegen wachsenden Antisemitismus in Deutschland regt sich Protest. Nicht nur in Berlin sind Tausende mit Kippa auf die Straße gegangen, um ein Zeichen zu setzen. Viele Teilnehmer unterstreichen, dass die Gesellschaft immer aggressiver wird. Und sie finden es wichtig, auf die Straße zu gehen. Weil wir uns alle mit den Juden in Berlin und in Deutschland solidarisieren müssen. Indem wir ein Zeichen setzen, eine Kippa tragen, unseren Kindern eine Kippa geben und zeigen, dass wir alle in gewisser Weise Juden sind. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, alles, was darunter fällt, Muslimfeindlichkeit, alles ist gestiegen. Die Statistik zeigt das auch ganz deutlich. Es gibt Antisemitismus auf der rechten Seite, es gibt Antisemitismus auf der linken Seite und es gibt auch Antisemitismus von Muslimen, aber auch von anderen Leuten aus der Gesellschaft. Aber es ist egal, woher er kommt. Wichtig ist, dass er bekämpft wird. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, forderte zum Handeln auf. Gegen Antisemitismus, gegen Rassismus und gegen Islamfeindlichkeit.